4. Arbeitsplätze. Sabine Göde, 22. Ich arbeite seit 2 Jahren in der Stadtverwaltung. Der sichere Job bei der Stadt mit dem guten Gehalt für Berufsanfänger ist gut. Und die jungen Kollegen in meiner Abteilung sind auch sehr nett. Peter Schnee, 35. Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Ich finde hier die leichte Arbeit am Schreibtisch gut. Das moderne, helle Büro ist super, aber mit dem schlechten Lohn kann ich meine Familie nicht ernähren. Ron Waag, 25. Die moderne Technik ist sehr interessant und den jungen Chef und die neuen Kollegen finde ich sympathisch. Mir gefällt das lockere Arbeitsklima, aber mit der flexiblen und langen Arbeitszeit habe ich Probleme. Fünf. Berufsbiografien. A. Ich habe mich vor einem halben Jahr um eine neue Stelle beworben und hatte Glück. Ich bin jetzt fast 30 und war schon lange unzufrieden in meinem Job. Eine kleine Firma, ein kleines Büro, ein relativ schlechtes Gehalt und praktisch keine Karrieremöglichkeit. Dann war ich bei der Agentur für Arbeit und habe dort 2 Stellenangebote bekommen, die interessant waren. Ich habe den Firmen meine Bewerbungsunterlagen geschickt. Eine hat gleich abgesagt. Bei der anderen Firma arbeite ich jetzt seit 1 Woche. Ich habe genau den Job gefunden, den ich immer gesucht habe. B. Ich bin 46 und habe mich noch nie offiziell um eine Stelle beworben. Ich war auch noch nie bei der Agentur für Arbeit. Meine Stellen habe ich immer über Kollegen oder Freunde bekommen. Die Stelle, die ich jetzt habe, hat mir ein Freund vermittelt, der auch hier im Freizeitzentrum arbeitet. Ich organisiere die Kurse, die wir anbieten. Krabbelgruppen, Näh- und Kochkurse, Tanzabende für Senioren und so weiter. Eine Rentnerin bietet zum Beispiel einen Kochkurs an, der kostenlos ist. Auch die anderen Kurse sind sehr billig, weil die Stadt uns finanziell unterstützt. Das Freizeitzentrum ist ein Treffpunkt für alle Generationen. Die Arbeit macht mir Spaß. C. Für meinen tabellarischen Lebenslauf brauche ich fast 3 Seiten. So oft habe ich die Stelle gewechselt. Naja, ich bin jetzt 62 und hoffe, dass ich nicht mehr zur Agentur für Arbeit muss. 3 Jahre war ich auch mal ohne Beschäftigung, weil meine Firma pleite gemacht hat. Das war schrecklich. Jetzt arbeite ich in einem alten Pflegeheim als Hausmeister. Das ist ein guter Job, den ich auch als Rentner noch machen kann. D. Im Moment bin ich noch in der Ausbildung und bekomme BAföG vom Staat. Ich studiere Maschinenbau. Ich habe ein Hobby, das viel Geld kostet. Biken. Als Aushilfe findet man fast immer etwas. Auf dem Bau, Lagerarbeiten, in Kneipenjobben, Nachtdienst in der Tankstelle und so weiter. Zurzeit arbeite ich in einer Fahrradwerkstatt, die alles vom alten Fahrrad bis zum teuren Mountainbike repariert. Das ist der Job, den ich immer gesucht habe. 9. Das halbe Leben? Arbeit ist das halbe Leben? Oh ja,
aber eben nur das Halbe. Für mich ist die andere Hälfte genauso wichtig und die spielt sich in der Freizeit ab. Ich arbeite viel und bin beruflich oft unterwegs. Deshalb brauche ich auch Zeit für die Familie und für meine Freunde. Ich brauche Zeit für Kultur oder Fortbildung und ich will Zeit haben für soziales Engagement, Mitarbeit in einem Verein oder einer Initiative. Und dann ist da natürlich noch der ganz normale Alltag. Einkaufen, putzen und Wäsche waschen. Reparaturen, Arztbesuche, der private Bürokram, mit den Kindern spielen, Probleme in der Familie diskutieren und so weiter. Und manchmal will ich einfach nichts tun. Ausruhen, lesen, reden, spazieren gehen, lieben oder über das Leben nachdenken. Ganz schön viel für eine Hälfte.